Herzlich willkommen, alle Freunde des Schnitzens. Heute geht's um ein Frauengesicht im Relief. Das haben sich viele gewünscht von euch, mal ein Frauengesicht. Dazu würde ich jetzt gerne mal ein paar Sachen sagen zum fertigen Gesicht, aber auch, wie ich das Ganze so ein bisschen in der Feinarbeit ausarbeite. In der letzten Woche war die Anlage zu sehen, heute so ein bisschen die feinere Arbeit und das Ganze mal am Frauengesicht verdeutlicht. Ich denke, das hilft ganz gut weiter. Dann kannst du natürlich noch unter das Video schreiben, was du gerne ergänzen würdest oder was du noch empfiehlst. Dann wissen wir das alle. Das wäre natürlich auch super. Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Zuschauen und Film ab. Nun habe ich mich nochmal vorbereitet und zwar viele von euch haben auch nach einem Frauengesicht gefragt, was ist jetzt hier das Besondere? Ich habe ja fast immer nur Kinder, Jungs oder eben Männer geschnitzt bis jetzt in den meisten Videos, wo was erklärt wurde. Wenn ich das jetzt mal daneben halte, das war eben die Platte von letzter Woche. Die habe ich jetzt vollendet natürlich und wir sehen auf jeden Fall markante Unterschiede zu einem Frauengesicht, dass das einfach wesentlich mehr Falten aufweist, dass es strenger ist, dass diese Falten sich intensiver ausbilden und dass auch irgendwie ja, also eine ganz andere Oberflächenstruktur dadurch entsteht, weil, keine Ahnung, klingt jetzt irgendwie blöd, weil die Muskelmasse anscheinend etwas mehr ist und die Haut vielleicht anders beschaffen ist. Hier eben wesentlich glatter, weicher. Natürlich bei Frauen auch sehr unbeliebt die Falten, die dann auch darauf achten. Oder wenn man jetzt sowas umsetzt, würde ich eben auch versuchen, zum Beispiel diese Falte hier zum Nasenflügel hin sehr, sehr weich zu halten. Bei einem Mann darf ich da mehr, ja, mehr Strenge reinbringen, mehr Schatten reinbringen. Ich habe noch ein paar Bilder vorbereitet, natürlich, wo man das nochmal schöner angucken kann. Jetzt hier mal auch von bekannten Leuten. Also wir sehen hier jetzt die, muss ich gucken, ob das im Bild ist. Wir sehen jetzt hier diese gute Heidi, ich nehme an, sehr bekannt. Und was nehmen wir hier einmal wahr? Man sieht, dass der Wangenknochen im Vergleich zum Unterkiefer doch ganz schön akzentuiert ist, ja, wie weit auch die Linie hier nach vorne läuft. Das ist immer sehr markant. Also kann man eigentlich bei jeder Frau beobachten, dass das doch recht akzentuiert ist. Natürlich eher jetzt bei so jungen Frauen oder die eben auch jetzt Schauspieler sind oder irgendwie Model oder so, da ist es natürlich meistens noch mal stärker. Aber auch hier bei meinem Original sieht man, dass die Wange doch ganz schön betont ist, weil einfach der Unterkiefer hier und das Kinn dann entsprechend, dass das ein Stück schmäler ist einfach, hier unten etwas spitzer zusammenläuft das Ganze. Das muss man eben beachten, dass das hier nach unten einfach nicht so stark ist wie bei einem Mann. Ja, und dass ich hier auch nicht so doll die Muskelmasse habe oder dass die Backen einfach nicht dick sind, sondern dass die Wange schön über den Knochen, also da entsprechend sich Haut und so weiter spannt und dass das der schöne runde Bereich ist, der hier wirklich akzentuiert ist und auch gut rauskommt, weil die Lippen natürlich sehr voll sind. Das sehen wir auch hier bei dieser Frau, dass zum Beispiel die Unterlippe richtig schön voll ist und dass der Mund in sich auch wirklich schön hervortritt. Das sehen wir auch bei ihr, dass eben der Mund wirklich gut rauskommt. Ja, und bei dem Mann, da, gut, da ist die Unterlippe auch ganz schön deutlich hier. Aber manchmal haben Männer ja auch so einen ganz schmalen Mund, der ja in den Wangen dann irgendwie verschwindet. So, also ja, wo das nicht so toll rauskommt. Und es ist auch deshalb die Wangen und Mund so betont, weil die Nase meistens kleiner ist oder etwas schmäler ist. Man sieht das hier
sehr toll, dass der Nasenrücken, Nasenwurzel ganz schön schmal ist. Ja, auch hier bei dieser Frau eher so eine Stupsnase, würde ich schon fast sagen. Also dezent, ja. Die Nase ist ganz weich, klein und eher so ein bisschen niedlich. Kindchenschema, also dass das weich gestaltet wird. Darauf sollte man eben achten, die Wangen schön rund machen, unten das Kinn bloß nicht zu breit machen, bisschen leicht schmäler nach unten werden natürlich, schön glatt werden, Falten ganz, ganz weich nur oder gar ganz ausmerzen, wenn irgend möglich. Und noch eine andere Beobachtung: Bei einem Frauengesicht sollte man mal auf diese Linie achten, also wie jetzt Kinn über den Mund, über diesen Punkt hier und dann über die Stirn läuft. Das ist jetzt hier zwar nahezu eine Linie, aber die Stirn ist nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei einem Herrn. Man sieht das auch hier bei ihm, dass also hier oben insbesondere, dass da also über den Augen so ein bisschen so wie so eine Neandertaler-Stirn, ja. Das beobachtet man doch bei vielen Männern, dass die Stirn ganz schön wulstig ist, dass da auch der Knochen einfach weiter vorsteht als bei einer Frau. Und jetzt muss ich hier noch mal ein zweites Bild raussuchen. Da hatte ich noch eins von der Seite auf jeden Fall. Genau dieses. Und hier sieht man es ja ganz krass, ja, worauf ich noch mal hinweisen wollte. Was ich oftmals beobachtet habe, wenn ich jetzt hier mal eine Linie ziehe und hier in diesem Bereich, okay, ich gebe zu, das ist so ein bisschen noch nicht 100% von der Seite frontal, sondern vielleicht so ein bisschen von dieser Fläche hier noch mit. Aber auf jeden Fall tritt die Stirn ganz schön weit zurück und wenn ich jetzt hier mal mir eine Linie reinziehe beim Auge, also da habe ich hier Stirn. Und höchster Punkt, wo jetzt das Auge startet mit dem Ober-Unterlid, das ist nicht viel Abstand. Ja. Also da die Stirn ganz flach machen, weich und schön nach hinten weglaufen lassen und dann lieber hier diese Seitenlinie, wo eben Lippe und Kinn ist, Lippen und Kinn, Mund und so, dass das etwas weiter vorkommt als die Stirn, um auch zu signalisieren, okay, das ist wirklich keine Neandertaler Stirn und die Nase dann schön flach, also nicht zu hakenartig oder nicht zu groß machen, lieber einen Ticken kleiner machen, als das vielleicht sogar irgendwelche Vorlagen andeuten, dass man einfach das Augenmerk auf die Wangen legt, ja, auf die Wangenknochen, die schön rauskommen. Weil einfach die Muskeln auch nicht so stark sind. Und ja, die Augen natürlich auch recht groß machen, weil wenn eine Frau eben geschminkt ist, erscheinen die Augen natürlich generell größer. Sieht man auch hier, dass sich das irgendwie vergrößert. Da kann man eben auch damit ein bisschen spielen. Im Schnitzen kann ich ja diese Farben dann manchmal nicht darstellen, weil das Holz zum Beispiel naturfarben bleibt. Dann kann ich das Auge ganz dezent größer machen. Das sind halt so Spielereien, ja. Also beim Frauengesicht auf diese weichen Formen achten, dass die Nase nicht zu groß wird. Kinn nach unten hin würde ich schmal machen. Hier, dass das in dieser Linie hier schön runterläuft. Und dann unten, ganz hinten, den Kiefer auch nicht zu breit machen, dass der Wangenknochen wirklich schön rauskommt und das glatt und rund machen, Augen recht groß und die Stirn von der Seite gesehen nicht zu hoch machen. Dann habe ich schon mal viele Eindrücke, die eben ja eine Frau akzentuieren und widerspiegeln. Das habe ich auch hier versucht. Wir haben also hier wirklich einen schönen weichen Wangenknochen, der auch betont ist. Sieht man wirklich, dass das wichtig ist, dass die Lippen schön voll sind. Dass es nach unten hin schmäler wird. Die Augen, die sind jetzt hier ein bisschen besonders. Die sehen auch, sehen jetzt nicht unbedingt freudestrahlend aus, aber das war auch so gewollt. Ja, das sollte eben
auch so ein bisschen diese Mimik-Gestik widerspiegeln. Und gut, die hätte man jetzt noch größer machen können, aber diese Frau war jetzt auch nicht so geschminkt oder so. Also habe ich mich dafür entschieden, das jetzt nicht noch größer zu machen. Und dann sieht man es natürlich auch an den Haaren, ja, dass natürlich eine Frau ist, aber schon wesentlich weicher als der Mann geschnitzt. Also da ist das Sauberschneiden dann natürlich gefragt, ja, dass ich da diese Bereiche auch ganz toll sauber schnitze, weil ich hier auch eine ganz andere Schnittführung habe, dass man da wirklich mal noch den ein oder anderen Schnitt sieht und was auch völlig in Ordnung ist und was für mich auch stimmig rüberkommt, dass hier ein paar andere Schnitte noch sichtbar sind und hier fast keine. Also das gefällt mir auch recht gut, dass ich dadurch nochmal einen wirklichen Kontrast zu einem bisschen härteren Mannesgesicht bringe und einem sehr weichen Frauengesicht. Ja, ich denke, das waren einige Merkmale und mal ein paar schöne Hinweise, hier wirklich mal Mann und Frau zu schnitzen, zu gestalten. Ich denke, da kann man sich einiges abgucken. Nach unten hin laufen natürlich diese Schnitte hier aus, also dass auch die Haare in diesen etwas gröberen Schnitten verschwinden. Die tragen in diesem Fall so Strickjacken. Damit kann man das so ein bisschen skizzieren. Das soll jetzt nicht ausgearbeitet sein. Man sieht auch, dass der Knopf hier entsprechend dann verschwindet und auch gar nicht mehr richtig umrissen ist. Einfach, dass das nicht zu wichtig und dominant wird. Das ist schon hier fast mir zu viel. Dass die Oberkörper einfach in der Platte mehr oder weniger dann in den Schnitten auslaufen und verschwinden. Es ist ja eine einfache Schnitzarbeit und soll da einfach nicht, ja, nicht jetzt zu stark ins Auge fallen, sondern hier ist unser Fokus, das ist eben dann gut ausgearbeitet, das ist stimmig und hier unten, das ist eher dann so auslaufend. Okay, ich denke, da kann man einige Anregungen rausziehen. Wenn dem so ist, natürlich Daumen hoch und das Ganze weiterverfolgen und diesen Kanal abonnieren.
Gib einen Daumen nach oben, wenn dir das weitergeholfen hat, diese Inhalte, teile das mit anderen, empfehle das auch gerne weiter und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dass du keine dieser Videos mehr verpasst. Ich habe in der Vergangenheit auch mal so ein Videotraining aufgenommen, wie man ein Gesicht schnitzen kann, findest du auf der Webseite oder komm gleich zu einem Schnitzkurs vorbei, dann kannst du das Ganze gerne einmal umsetzen. Ich habe auch mit einem Hobbyschnitzer aus Marzahn jetzt das Ganze mal ja, so ein bisschen probiert, mal so ein Auge, ein bisschen Mund schnitzen und so, wie geht man an die Sache ran, wie mache ich das, nach welchem System, das kannst du ja auch mal üben, melde dich in diesem Fall auch bei mir über das Kontaktformular der Webseite beispielsweise, wann du Zeit hast, jetzt ist hier jemand zu Gast in Berlin mal 10 Tage und der möchte auch zu einem Kurs vorbeikommen, also das arrangieren wir dann natürlich passend für dich, in diesem Sinne, mach's gut, viel Spaß mit deinen Arbeiten, bis zum Wiedersehen und ciao.